Unser nächster Sprecher liebt Musik. Er liebt Musik so sehr, dass er angefangen hat, Musik zu machen. Und er hat darüber nachgedacht, was kann ich tun? Ich mag Musik, vielleicht würde ich ein Instrument spielen. Und ich lerne gerne und ich spiele gerne mit Holz herum und Maschinen und mit Metall. Und ich mag es, an Dingen herumzuarbeiten und Sachen zusammenzubauen und so davon. Und das Ergebnis war, dass er selbst eine Bassgitarre gebaut hat. Sehr eindrucksvoll. Am Ende hat er also nur die Saiten und ein paar Gewindestangen gekauft. Deshalb herzlich willkommen, Couchsurfer, der Gitarren-Nerd. Danke. Bevor ich anfange, kurze Frage, wer von euch spielt Gitarre? Ja, das ist cool. Wer von euch hat eine gebaut? Wow, da hast du eine Hand. Cool. Ich möchte gerne nachher mit dir reden. Ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich studiere Ingenieurswissenschaften, lebte in Aachen und reiste zur Dingfabrik in Köln, kaufte dort meine erste Gitarre. Und etwa vor einem Jahr bin ich nach Karlsruhe umgezogen und lebe nun quasi im FabLab. Und dort habe ich auch meine aktuelle Gitarre gespielt. Ich habe außerdem noch viel Dia-Fotografie gemacht, Arduino-Programmierung. Ich hatte einen C64 als ersten Computer, also der erste Computer, den ich verstanden habe, war ein C64. Ich mag Berechnungstheorien und Sprachsicherheit. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, hier sind Kontaktinformationen auf den Slides. Mir ist Jabba oder ISC am liebsten. Also, ein Bart hat ein Problem. Er möchte eine neue Gitarre, eine schöne Gitarre. Und zwar eine richtig, richtig tolle, die es nie vorher gab. Er möchte alles in der Herstellung kontrollieren können. Er will alles selbst machen. Und dabei eine Menge über das Bauen von Gitarren lernen. Also, zuerst brauchen wir Werkzeuge. Das erste Werkzeug ist eine Stichsäge. Man könnte eine Tischsäge benutzen. Aber mit Harthölzern, die normalerweise in Gitarrenbau verwendet werden, sind Tischsägen oft überfordert und Bandsägen sind viel leichter zu benutzen. Ihr könnt damit viel größere Teile zu bearbeiten. Das andere Ding ist, dass ihr eine Platte braucht. Es gibt diese riesengroßen Platten. Ich habe mein Holz schon vorgeschnitten von Bekannten gekauft. Ich musste es also nicht selber hobeln. Aber wenn man damit anfängt, dann fängt man plötzlich an, Hobel zu schärfen und so, auch ein schönes Hobby. Als nächstes braucht man eine Feile, um die Konturen zu machen. Ich habe es mit einer Tischsäge versucht. Aber die sind dann sehr sauber und fließend. Und es ist viel befriedigender und gibt ein viel schöneres, natürliches Resultat, wenn man es mit der Hand an der Feile macht. Und das ist eine japanische Shinto-Feile, wo zwei verschiedene Sägezähne zusammengebaut sind, um eine Feile zu bekommen. Die ist eigentlich für sehr, sehr hartes Holz, für Mobingeholz vorgesehen. Und das Holz ist fast wie Metall und diese Feile geht trotzdem durch wie durch Butter. Das ist sehr, sehr cool. Und dann braucht ihr eine Menge Zwingen. Wirklich, wirklich viele Zwingen. Man kann nicht genug Zwingen haben. Hier klebe ich das Fretboard an und ihr könnt Holz nutzen, um den Druck der Klemmen zu verteilen. Aber das bringt euch nur so weit. Ihr braucht wirklich sehr, sehr viele sehr, sehr viele Zwingen. Das ist ein Tischschneider, das ist also nur ein Stück, das rotiert und oben habt ihr ein Kugellager und ihr könnt euch also irgendwas anzeichnen und das einfach da durchziehen. Eine CNC-Fräse ist sehr, sehr hilfreich, nicht zwingend notwendig, aber ich habe herausgefunden, dass besonders so die Pickup-Löcher zu bohren viel leichter ist mit einer CNC-Maschine.
Und es macht Spaß, mit ihr zu arbeiten, also warum nicht? Auch hilfreich 3D-Drucker. Auch nicht zwingend, aber sehr, sehr nützlich. Und eine Drehbank ist auch ganz hilfreich. Wir haben zufällig eine im Fairplay, das habe ich die einfach benutzt. Und schließlich Holz. Das ist schönes Holz. Das ist hier Walnussholz und Kastanie und Ahorn. Und was wir normalerweise für Gitarren verwenden, ist es sehr schön, sehr teuer, sehr selten, aber es sieht einfach sehr gut aus. Und diese Hölzer sehen gut aus, aber sie können nicht wirklich belastet werden, weil die Maserung in diesem Holz in alle Richtungen verläuft. Das ist schön für die Oberfläche, um es gut auszusieht, aber man braucht tatsächlich Anforderungen, das sowas wie Feuchtigkeitsgehalt. Zum Beispiel, wenn der Feuchtigkeitsgehalt sich verändert, dann arbeitet das Holz und das will man natürlich nicht. Das führt nämlich dann dazu, dass es aufplatzt und splittert. Also nach etwa einem Jahr der Lagerung hat man noch so 5%, ein Jahr pro 2 cm der Dicke hat man, sind nötig, damit es auf 5% Feuchtigkeitsgehalt kommt. Das heißt, für so Teile, die man fürs Gitarrenbauen braucht, heißt das, dass das Holz so 3 bis 5 Jahre gelagert werden muss. Man kann es ein bisschen beschleunigen mit Öfen, aber das führt normalerweise dazu, dass es Spannungen im Holz gibt, die sie dann irgendwann beim Schneiden oder beim Bearbeiten sich lösen. Und das ist wirklich nicht so toll. Natürlich keine Fehler, keine Astlöcher, keine Insektenbefall. Aber diese Hölzer haben tatsächlich relativ viele Fehler. Zum Beispiel dieses Ahornholz, das wächst in einem Sumpf mit besonderen Mineralien im Boden. Und dann gelangen Bakterien in das Holz und lagern Material, die Mineralien in das Holz ein. Und das formt dann diese schönen Streifen. Also manchmal schaut man speziell nach solchen Fehlern. Und manchmal bauen Leute das auch einfach mit sehr, sehr astigen Hölzern, einfach weil es cool aussieht. Wir nutzen Hartholz, das ist ein ziemlich unklarer, unscharfer Begriff. Es fing mal an im Zollbereich, weil man mal für Hartholz mehr Steuern oder Zoll bezahlen musste als für weiches Holz. Was es bedeutet, ist, dass es dichter ist, es ist sehr dichtes Holz. Es hat hohe, also es ist sehr stark, es hat lange Fasern und dichte Jahresringe. Es hängt nicht von der Art des Baums ab. Man kann einen Weichholzbaum in schlechter Umgebung wachsen lassen. Deshalb wächst es dann langsamer und man kann es dadurch quasi dieselben Eigenschaften wie Hartholz erreichen. Da habe ich noch ein paar Maße hier reingepackt. Das ist das, was man normalerweise braucht, um eine Gitarre zu bauen. Das alles zusammengenommen landet ihr dann. Naja, es ist relativ teuer, gutes Holz zu kaufen. Aber es lohnt sich. Es kann ein wirklich tolles Instrument werden. Denn die Holzbearbeitung ist auch nochmal ein Problem. Es gibt ganz verschiedene Methoden, Bretter aus Stämmen zu schneiden. Und normalerweise der effizienteste Weg ist der in der Mitte gezeigte, wo man es erst viertelt und dann so diagonal schneidet, weil dann die Jahresringe quasi quer zum Brett stehen. Und man kann euch vorstellen, wenn ihr diese Fasern habt, die zusammenstecken, dann könnt ihr sie relativ leicht komprimieren, aber es ist sehr schwierig, sie auseinander zu ziehen in der Richtung der Faserung. Also wenn der Feuchtigkeitsgehalt sich ändert,
dann tendiert das Holz dazu, sich in die Richtung des geringsten Widerstandes zu bewegen. Und mit viertelgesägtem Holz heißt es, ihr habt Ringe, die quer zur Schnittrichtung verlaufen. Und deshalb könnt ihr relativ gut planen, in welche Richtung sich das Holz bewegen wird, wenn es arbeitet. Wenn nicht, dann ist es schwer, absehbar schwer zu planen und es kann dann schnell sehr schwer sein, damit zu arbeiten. Dann entstehen Risse. Das wollt ihr auf gar keinen Fall. Wenn man der Länge nach geschnittenes Holz verwendet, da hat man eine richtig, richtig schöne Textur. Und das ist das, was man normalerweise für die Fingerbretter benutzt. Weil die nur auf den Hals der Gitarre aufgeklebt werden. Und der ist sowieso schon relativ stark. Und deshalb ist es nicht so wichtig, wenn das Fingerboard anfängt zu arbeiten. So, lass uns loslegen. Wir bauen eine Gitarre. Ich erzähle kurz was zur Theorie und rede dann ein bisschen darüber, was ich getan habe und wie die Theorie zur Anwendung kommt. Ich habe ein paar Gitarren mit mir gebracht und ich kann vielleicht ein paar davon hochhalten und ein paar Sachen zeigen. Als erstes die Hardware, das, was die Saiten zusammenhält und die Möglichkeit gibt, die Saiten einzustellen, zu stimmen, indem man die Spannung darauf verändert. Es sollte die Saiten nicht nur stimmen, sondern es sollte die Saiten auch auseinanderhalten und die Abstände zwischen den Saiten sollten natürlich immer gleich sein. Und ich habe bemerkt, dass ein ganz kleines bisschen Unterschied schon das Spielgefühl sehr stark verändert. Deshalb möchtet ihr vielleicht das variabel halten, sodass ihr es beeinflussen könnt. Dann das Spiel, das ist eben die Distanz zwischen der Saite und den Frets. Das ist ein sehr persönliches Geschmacksteil. Manche Leute mögen es, wenn sie sehr viel Spiel haben. Manche Menschen mögen lieber sehr niedrige Saiten. Das ist etwas, was ihr tatsächlich gerne auch beeinflussen können möchtet, besonders weil sich der Hals bewegt. Natürlich sollte die Hardware quasi auch die Saiten fest fixieren, damit sie sich nicht bewegen. Dann habt ihr die Bridge. Das ist der Teil, der wirklich den Abstand in beide Richtungen bestimmt. Dann habt ihr oben die Nut, die Strings, die Saiten oben fixiert und hält. Und mit den Stimmschnecken könnt ihr dann eben die Spannung verändern. In der Gitarre hängen diese Dinge alle zusammen und deshalb muss man das Ganze als eine Einheit betrachten. Wo die Bridge und die Stimme an einem Ende sind und der Rest als Einheit betrachtet werden muss. Wie designt man jetzt ein Stimmsystem? Wenn man seine Saiten jetzt nicht um irgendwas drum wickeln will, sondern die Strings direkt ziehen will, dann braucht man so 20 bis 30 mm Spiel, um seine Saiten auch nicht tunen zu können. Ich glaube, das ist jetzt Version 7 meines Designs. Mein erstes Design war unmöglich herzustellen. Man brauchte spezielle Tools, die viel zu teuer waren. Ich habe also sehr viel iteriert und kam am Ende mit diesem Design an. Das ist leicht herzustellen und funktioniert sehr gut. Und es hält die Saite, dann kann man einen Knopf ziehen. Der zieht wiederum eine Gewindestange durch, die an der Stelle befestigt ist. Und so wird die Saite dann einfach in die Länge gezogen und Spannung kommt drauf. Ja, das habe ich in der CNC-Maschine gebaut. Tatsächlich den ganzen Code dafür in G-Code parametrisch geschrieben. Wenn ich also irgendwas davon ändern will, kann ich einfach eine Variable ändern und muss nicht wieder durch irgendwelche Präprozessor-Kram gehen. Ich kann einfach die Variable ändern, den Code laden und das nochmal machen. Und das ist nur möglich, weil ich mich entschieden habe, sehr leichte und
gerade Geometrien zu verwenden. Und manchmal dauert es eine ganze Weile, um die einfachste Lösung zu finden. Aber es ist sehr oft eine sehr gute. Dann an der Drehbank haben wir die Stimmknöpfe gebaut. Ich habe festgestellt, dass er tatsächlich eine ordentliche Textur oben braucht, damit man sie besser greifen kann. Dann habe ich herausgefunden, dass der Durchmesser nicht groß genug ist, um genug Kraft aufbringen zu können. Also habe ich neue Stimmknöpfe gemacht mit dem größeren Durchmesser. Und die funktionieren einfach ganz großartig. Ganz, ganz tolles Stimmsystem. Ich kann nur empfehlen, Headless-Gitarren zu verwenden. So, das Kopfstück habe ich auch im FabLab gebaut. Es ist ein ziemlich einfaches Arbeitsstück, aber es dauerte trotzdem 8 Iterationen, 8 Versuche, um es hinzukriegen, weil immer irgendwas schief ging. Und oh Mann, aber auch das, es ist alles in parametrisiertem G-Code geschrieben. Wenn ich also irgendwann mal einen 7-seitigen Bass bauen will, muss ich nur eine Variable ändern und schon kann ich es fräsen. Und so sieht das Tuning-System am Ende dann aus. Ihr könnt sehen, der Teil, wo die Saite reingeht und gehalten wird und die Gewindestange, die reingezogen wird. Und die Sattel für die Saiten, wo die das Spiel einbauen könnt. Ihr könnt in diesem Design jetzt nicht die Abstände zwischen den Strings beeinflussen. Denn alle Designs, die ich dazu bisher ausprobiert habe, haben irgendwelche Fehler. Deshalb habe ich mich dann entschieden, es statisch zu tun. Wenn ihr eine Idee habt, wie ihr das einbauen könnt, dann bitte sprecht mich an. So, jetzt zum User Interface, der Gitarrenhals. Die meisten Gitarrenhälse sind laminiert. Ich habe ja darüber geredet, wie Holz arbeitet, und Holz arbeitet immer quer zur Richtung der Faserung. Was man also normalerweise macht, ist, man nimmt einfach ein Brett, schneidet das in der Mitte durch, teilt es, dreht es um und lamiert es wieder zusammen. Das heißt, die eine Seite will nach links arbeiten, die andere Seite nach rechts oder eben nach oben und unten, und diese Bewegungen gleichen sich dann aus. Das ist die Idee hinter 2 Stück laminierten Gitarrenhälsen und sehen auch ganz gut aus. Wenn ihr einen wirklich starken Gitarrenhals haben wollt, könnt ihr immer noch Lacklaminierung machen. Ihr könnt das Teil einfach 0,6 mm dick machen und zusammen laminieren. Damit sind eigentlich alle Probleme, die durch Holzarbeit entstehen, ausgeschlossen. Dann das Truss-Gestänge. Besteht aus einem festen und einem einem festen in einem Gewindeengel. Und das bedeutet, dass ihr die Spannung im Gitarrenhals verändern könnt. Das heißt, Reisegitarren haben nochmal einen besonderen Spannstab, weil man da dort sehr viele Änderungen in der Umgebung hat, im Wetter und Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Und das jedes Mal die Spannung im Hals verändert. Deshalb muss man sie dauernd nachtunen. Und außerdem wollt ihr nicht, dass die Saiten weiter schnarren. Wenn ihr eine kleine Biegung im Hals habt, habt ihr ein bisschen mehr Spiel als normalerweise, als in einem geraden Hals möglich wäre. Dann, deshalb gibt es Spannstäbe im Gitarrenhälsen. Früher war es tatsächlich nur eine Stange, und das Problem daran ist, dass man sie vorbiegen muss. Und dann eine konkave Struktur in den Hals reinfräsen muss, dass es nicht leicht ist. Und man kann sie nur in eine Richtung verstellen. Deshalb haben die modernen Spannstäbe normalerweise so ein Design. Damit kann man in beide Richtungen gehen. Wenn ihr paranoid seid oder eine Reisegitarre baut oder eine, weiß nicht, 10-Seiten-Bass baut, möchtet ihr vielleicht drüber nachdenken, Kohlenstoff
zu verwenden. Das sind einfach nur extra Stäbe, die das, den Gitarrenhals fixieren und verstärken. Deshalb meinte ich, wenn ihr eine Reisegitarre habt und dann unterwegs seid und sich die Luftfeuchtigkeit häufiger stark ändert, dann wollt ihr einfach sehr starke, einen sehr starken Gitarrenhals haben. Ein sehr wichtiger Teil ist, und dann muss man die, wo die Kopfplatte ansetzt, ist der einfachste Weg, dass man es einfach flach macht. Das ist auch so, wie die Stratocaster gebaut sind. Es ist relativ einfach, aber es gibt ein Problem, weil man dann verschiedene Winkel an jeder Seite hat am Headboard. Und das bedeutet, dass dann jede Seite verschiedene, unterschiedliche Vibrationen weitergibt vom Pickup zum Tuner. Das bedeutet, dass man dann instabile Stimmung hat. Die leichteste Methode, das zu ändern, sind einfach hier solche Vorrichtungen, die Seiten dann unten halten. Viel eleganter wäre, wenn man einfach eine angewinkelte Kopfplatte hätte. So erreicht man einfach den gleichen Winkel in jeder Seite. Aber ihr seht vielleicht schon ein Problem, ihr bekommt dann relativ starke Kräfte, die gegen die Maserung des Holzes arbeiten. Das ist natürlich eine Schwachstelle. Es ist nicht so schwach, dass es nur durch die Seitenspannung bricht, aber wenn die Gitarre gestimmt ist und ihr dann ein bisschen Druck drauf ausübt, kann es sein, dass es einfach bricht. Das ist ein großes Problem mit alten Gibson-Gitarren. Ihr findet sie on eBay mit solchen Fehlern hier und das ist genau das Problem, wo die Scherkräfte im Holz dann dazu führen, dass es einfach nicht mehr von der Maserung getragen werden kann. Einfache Möglichkeit, das zu beheben, ist, dass man einfach einen anderen Teil des Holzes abschneidet und das dann wieder so anklebt, dass ihr eine parallel verlaufende Maserung habt. Das heißt, die einzigen Scherkräfte, die ihr dort habt, sind in den Klebenähten. Und die Klebenähte sind meistens viel stärker als das Holz an sich. Das Problem mit diesem Design ist, dass ihr eine sichtbare Verbindung bekommt. Ihr könnt es verstecken oder ihr könnt es highlighten, um es schön aussehen zu lassen. Hier in einem der Bilder ist ein Firnis drüber und das ist wirklich starkes Design. Ich habe das auf diesem Bass gemacht, den ich in der Blinkfabrik gebaut habe. Ich habe zwei Holzarten verwendet, das ist Mahagoni und das ist Walnuss. Und ihr könnt hier den Übergang sehen und das ist sehr, sehr starke Verbindung. Es ist nicht so schwer herzustellen, wenn man einfach einen Teil winklig abschneiden kann, zusammenpacken und dann nochmal drüber hobeln und bekommt zwei Ebenen, die perfekt zusammenpassen. Das Problem ist, dass das Fingerbrett über das Stück dann drüber geht und deshalb müsst ihr das so bauen, dass ihr eine perfekte Ebene durch die ganze Seite habt. Die leichteste Möglichkeit ist einfach die Sachen aufeinander zu packen und dann nochmal drüber zu hobeln. Ein anderer Weg, den ich gefunden hatte, ist eine Taubenschwanzverbindung zu bauen. Das ist sehr, sehr tolle Holzarbeit und ich glaube, ja. Dieses Ding wird nie abbrechen. Es ist Wahnsinn. Es ist super viel Aufwand, aber es sieht ganz toll aus. Eine andere Möglichkeit, das zu umgehen, ist einfach einen Vorsprung zu lassen, dass man einfach an der Stelle das verdickt. Das wird häufig in klassischen Gitarren gemacht. Akustikgitarren. Und damit kann man das ganz gut umgehen. Das Bild am Boden hat asymmetrische Vorsprünge, um das mit
mit gefährdeten Teilen drin. Und das sieht natürlich sehr, sehr cool aus. Ich meine, wo hat man sowas schon mal gesehen? Der allerleichteste Fix dafür ist aber, das ganze Problem zu umgehen. Einfach ganz rumgehen und einfach ein Headless-Design zu bauen. Dann braucht ihr keine Kopfplatte, ihr braucht einfach nur ein Stück Metall, das die Seiten hält. Und ja, das habe ich dann in meinem zweiten Design verwendet. Es ist eine viel sauberere Lösung, glaube ich. So. Das ist jetzt das eigentliche Nutzerinterface. Es war nicht ganz richtig, was sie gesagt hatte. Das war eigentlich eher der Backbone eben. Und jetzt kommen wir zu diesem Interface. Denn das ist das, was ihr mit euren Fingern berührt. Und das ist sehr, sehr delikat. Ihr arbeitet hier mit euren Händen und ihr müsst auf ein Zehntel Millimeter genau arbeiten. Ihr müsst es also sehr, sehr präzise bearbeiten und ja, ihr müsst sehr, sehr, sehr genau sein. Normalerweise haben Griffbretter einen Radius. Und das ist eigentlich reine Präferenz. Also meinen ersten habe ich mit komplett flachem Griffbrett gebaut und es war sehr, sehr merkwürdig, es zu spielen. Es fühlte sich einfach falsch an. Und manche Menschen bevorzugen sehr kleine Radien, manche bevorzugen sehr große Radien. Ich glaube, ich habe immer 14 oder 12 Zoll Radius genommen. Und um das konsistent zu bekommen, nehmt ihr einfach einen Schleifblock und bewegt ihn das ganze Fingerboard oder das ganze Griffbrett entlang und stellt sicher, dass ihr wirklich jede Stelle gleich stark abreibt. Das Problem daran ist, dass ihr einen konstanten Radius habt und wenn ihr darüber nachdenkt, wie das Griffbrett verläuft und wie die Seiten darauf gespannt sind, dann sind die Strings natürlich oben am Kopf viel näher zusammen und bei der Bridge viel stärker zurück, was ihr deshalb eigentlich braucht. Sind als ein zusammengesetzter Radius und was ihr dafür braucht, ist eine automatische Vorrichtung. So könnt ihr einen solchen Radius einfach maschinell herstellen. Es gibt auch Leute, die haben damit andere Werkzeuge für hergestellt. Ihr könnt es natürlich auch manuell machen, aber das braucht sehr, sehr viel Können und sehr, sehr viel Übung. Und wenn ihr mal versucht, Ebenholz zu hobeln, ich habe es getan, ist es nicht einfach. Ihr braucht sehr viel Kraft, ihr kommt nicht besonders weit. Ihr braucht starkes, dichtes Holz für das Griffbrett, um mit den mechanischen Belastungen klarzukommen und den Schweiß von den Fingern, was sehr aggressiv ist. Auch. Deshalb braucht ihr da starkes Holz für. Und starkes Holz ist schwer zu bearbeiten. Ich habe herausgefunden, dass mit großen Radien kommt es nicht so sehr darauf an. Dann braucht ihr keinen zusammengesetzten Radius. Weil der Unterschied so klein wäre, irgendwie 2 Zehntel Millimeter habe ich ausgerechnet. Und ich meine, ja, es kommt auf Zehntel Millimeter an. Aber vor allem in der Länge. Es müsste also nur konsistent sein. Und im Radius ist es nicht so wichtig. Ich muss es mal versuchen. Ich habe es nie mit dem zusammengesetzten Radius versucht, aber bisher funktioniert es für mich sehr gut so. Wenn ihr kleine Radien tut, solltet ihr auf jeden Fall darüber nachdenken, ob ihr es nicht in zwei Richtungen machen wollt. Ja. So, Tonleitern. Die Idee ist, dass ihr eine Seite zwischen zwei Punkten spannt, ihr zupft ihn und dann vibriert er in einer bestimmten Frequenz. Und wenn ihr die Seite jetzt in der Mitte haltet, dann halbiert ihr die Wellenlänge und bekommt deshalb die gleiche Frequenz, aber eine Oktave höher. Die gleiche Note, aber eine Oktave höher mit der halben Frequenz. Wenn ihr es nochmal halbiert, habt ihr nochmal eine Oktave und so weiter und so weiter. Ich habe jetzt hier nur zwei eingezeichnet.
weil das das, was die meisten Gitarren verwenden. Wenn ihr zwei Oktaven habt, könnt ihr sie noch weiter unterteilen. Normalerweise macht man das mit 12 Halbtönen. Ebenfalls in der westlichen Musik. Und das stimmt nicht ganz. Also doch, es stimmt, weil oben steht gleiche Temperierung. Aber je nachdem, in welchem in welcher Stimmung ihr spielt, sind die Unterschiede eben gleich, in welcher Stimmlage ihr spielt. Es gibt Lösungen dafür. Menschen arbeiten daran seit vielen, vielen Jahren. Sie sehen entweder komplett verrückt aus wie der oben. Ich meine, es ist irgendwelche Mikrotöne und Zwischentöne noch drin für ganz tolle arabische Musik, aber und die One ganz unten ist eine Dulcimer, die hat nur dort Griffe, wo die also nur Griffe für eine Tonlage. Das heißt, man kann das nur in einer Tonlage spielen. Ich möchte jetzt aber beides haben und ich will keine Kompromisse eingehen. Eine Bassgitarre könnt ihr das sogar tun, indem ihr einfach die Frets weglasst. Was ich also getan habe, ist, dass ich einfach dort, wo die Noten fallen würden, einen Marker aus Lack angebracht. Und während ihr spielt, könnt ihr einfach zuhören und eigentlich nach Gefühl arbeiten. Damit kann man gleiche Temperierungen spielen, aber auch beliebige andere Intonationen und Tonleitern. Dann ein weiteres Problem. Die Frequenz einer Saite wird bestimmt von der Masse der Saite, was offensichtlich ist, der Länge und der Spannung. Und man versucht das zu umgehen, indem man verschiedene Durchmesser benutzt, verschiedene Stärken für die Saiten, sodass die Saiten am Ende verschiedene Massen haben. Aber damit kommt man nur so weit. Für eine normale Bassgitarre mit 6 Saiten habe ich hier die Verteilung der Spannungen. Und ja, es funktioniert. Ich meine, 75 Newton. Bis 270 Newton, damit kann man arbeiten, das ist kein Problem. Wenn ihr aber jetzt 8 Saiten Gitarren oder 7 Saiten Bässe bauen wollt, hat ihr ein Problem, dass die Spannung für niedrigere Frequenzen so abfällt, dass man sie nicht mehr spielen kann, weil die höheren Noten so stark gespannt sind, dass man sie kaum spielen kann und die tieferen Noten so schwach gespannt sind, dass sie nur rumwubbeln und man sie nicht wirklich spielen kann. Also, wir können das angehen. Wir können die Masse nicht ändern, also wir können die Masse ändern, aber nicht besonders, wir kommen nicht besonders weit damit. Wir können die Spannung ändern, aber ja, das man könnte die Frequenz ändern, aber man will natürlich nicht die Gitarre aus der Stimmung bringen. Man will sie immer auch spielen können. Was man also tut, ist, dass man die Längen ändert. Man ändert die Längen für jede einzelne Saite. Das hat dann den Effekt, dass diese Bünde. Dass die Bünde dann so fächerartig auseinandergehen, was ganz cool aussieht. Das heißt, für jede einzelne Saite berechnet ihr aus, wo die Bünde liegen würden, für die oberste und die unterste Saite, und dann verbindet ihr sie einfach mit einer geraden Linie. Und dann bekommt ihr diese fächerartige Form. Und ich baue jetzt gerade einen 6-Seiten-Bass und möchte den gerne spielen können. Und ich möchte, dass es sich gut anfühlt, wenn ich ihn spiele. Und deshalb habe ich mich entschieden, hier so vorzugehen. Das Merkwürdige hieran ist, dass diese Gitarre keine Bünde hat. Und ich weiß nicht, ob man eine solche
Variante ohne Bünde spielen kann, weil es sieht sehr, sehr merkwürdig aus und es sieht auch so aus, dass man sich, als ob man es sehr, sehr schwierig bauen könnte, sehr schwierig spielen könnte. Das Ding ist, man kann das in wenigen Minuten lernen, diese Gitarre zu spielen, wenn man Frets hätte. Ich habe es nie ohne Bünde probiert, deshalb werde ich es mal ausprobieren und ich werde auf jeden Fall nochmal davon berichten. Dann die Unterseite des Halses ist auch etwas, was sehr wichtig ist. Wenn ihr übt da Druck aus mit eurem Daumen und mit euren Fingern auf den Saiten, das heißt, ihr wollt eine angenehme Saite für euren Daumen haben. Es gibt sehr viele Halsprofile. Ich habe ein eigenes hier, denn da geht es am Ende nur um eine persönliche Präferenz. Also einfach geht raus, probiert ein paar aus, findet heraus, was euch gut in der Hand liegt. Ich kann wirklich nicht viel dazu sagen. Es ist einfach eine Form und es gibt sehr große und bauchige. Ich habe welche gesehen, die scharfe Ecken haben, trapezoid sind und die sind angeblich total toll für Akkordarbeit. Aber ich weiß nicht. Ich habe rausgefunden, dass ich die klassische D-förmige mag. Hier habe ich das ganze Neues ausprobiert, was sehr gut in der Theorie funktionieren soll. Denn beim Sechsseiter wird der Hals unten ziemlich breit. Deshalb habe ich jetzt ein Trapezoid versucht, das breiter wird. Die Saiten bleiben im gleichen Winkel und die Basis des Trapezoids bleibt gleich. Und dann runde ich es einfach ab. Also je weiter ihr runterkommt, desto mehr flache Fläche habt ihr, um euren Daumen abzulegen. Weil er an diesen Stellen mehr Platz braucht, um es zu spielen und mehr Raum, um euch zu bewegen. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie das am Ende funktionieren wird, wenn ich sie spiele. Also hier nochmal, ne, ihr seht hier wieder die Shinto-Pfeile. Wenn ihr irgendwann mal Holz bearbeiten wollt, schaut euch diese ganzen japanischen Tools an. Sie haben einen wirklich ganz, ganz interessanten Ansatz. So, irgendwann müssen wir jetzt den Hals mit dem Gitarrenkörper verbinden. Und es gibt zwei Extreme. Das eine ist Bolt-On, wo man es einfach anschraubt. Man fräst einfach eine Nut und schraubt den Hals einfach an. Das andere ist, man baut einfach ein langes Stück Holz und setzt dann Flügel an. Das ist das, was ich normalerweise mache. Ihr seht also hier, der gesamte Hals geht durch die gesamte Länge. Und dann gibt es einfach nur zwei Flügelholz an der Seite, was dann den Körper formt. Die beiden Designs haben zwei sehr unterschiedliche Charakteristika. Dieses Design ist viel besser für niedrigen Frequenzen. Und beim Anschrauben werden die niedrigen Frequenzen gedämpft und die hohen Frequenzen werden verstärkt. Und das liegt daran, dass die Vibrationscharakteristik der verschiedenen Hölzer. Ihr habt zwei verschiedene Materialien, die sich in einem Punkt treffen und ihr übertragt Vibrationen dadurch. Und wenn ihr also da eine Naht habt, ist es nie perfekt. Das sind verschiedene Hölzer und ihr verliert dadurch einfach manche Frequenzen. Und niedrige Frequenzen sind schwieriger. Und das heißt, man kann das auch skalieren. Es gibt Gitarren, die sogenannte Set-In-Hälse haben. Also sie reichen etwa zur Hälfte durch den Körper durch und sind dann eingeklebt oder geschraubt. Ihr habt also da einen Parameter, wo ihr dran drehen könnt. Ihr könntet die niedrigen Frequenzen präsenter machen, indem ihr die Naht weiter nach unten verlegt, weiter nach unten in den Körper. Ich werde nochmal kurz darauf zurückkommen, warum ich nur Through-Neck-Gitarren baue. Zum ersten glaube ich einfach, dass es ein schöneres Design ist, aber es gibt noch einen anderen Grund, dazu kommen wir gleich, wenn ich über Pickups rede. Der Körper an sich. Am einfachsten ist es einfach
einen massiven Körper zu bauen. Dann fräse ich einfach rein und baue meine Tonabnehmer rein. Und naja, das Problem daran ist, dass ihr halt einen massiven Holzblock habt. Und da wir Hartholz verwenden, ist es dann natürlich auch sehr, sehr schwer. Um das zu verringern, zu vermeiden, könnt ihr natürlich einen gekammerten Körper bauen. Dann wollt ihr wahrscheinlich nochmal eine Oberschale draufpacken. Üblicherweise baut man erst den Körper, fräst dann solche Kammern rein und klebt dann nochmal ein richtig schönes Topcover drauf aus einem schönen Holz, das eine schöne Maserung hat und so. Es gibt auch einen guten Grund, warum hier nicht einfach ein großes Loch gemacht wurde, sondern viele kleine. Zum einen glaube ich, er mag einfach diese Bits. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund. Und zwar, wenn ihr eine große Kammer habt, dann seid ihr näher an einer Akustikgitarre dran. Und in einer Akustikgitarre vibriert die Kammer mit, das Holz vibriert mit, ihr bekommt stehende Wellen. In einer Akustikgitarre will man das. Das ist das, was Akustikgitarren ertönen lässt, weil die Saiten an sich nicht viel Luft bewegen. Das Holz bewegt die Luft in der Akustikgitarre. Und das Problem ist, wenn ihr diese Art von Form habt und darin eine große Kammer macht, dann könnt ihr nicht wirklich kontrollieren, wie die stehenden Wellen sich ausbreiten. Das Problem ist, ihr bekommt Nebentöne. Das heißt, bei bestimmten Frequenzen bekommt ihr sehr hohe Resonanzen und Nachklänge und an anderen Stellen nicht. Das heißt, ihr habt über den Hals verteilt verschiedene Responses. Das will man natürlich nicht, um konsistent zu bleiben. Deshalb nutzt man diese kleinen Kammern. Akustikgitarren, das ist eine Hohlkörperkonstruktion. Und ihr seht schon Überreste von der Akustikgitarre. Also, wenn dieser große Holzblock in der Mitte nicht wäre, dann wäre es eine Akustikgitarre. Das ist auch eine Möglichkeit, es zu bauen, aber hier müsst ihr wirklich darüber nachdenken, wie dick das Holz ist, das ihr nutzt, denn bei manchen verschiedenen Dicken vibrieren verschiedene Holzarten unterschiedlich und dann bekommt ihr unterschiedliche Nachhälle und verschiedene Töne und verschiedene Färbungen. Das ist viel schwerer. Das ist das Design, mit dem ich angefangen habe. Das ist diese, also meine erste, das habe ich einfach in Inkscape gemacht. Ich habe einfach die Bezier-Kurven rumgezogen, bis ich sie mochte. Das habe ich ein paar Wochen gedauert. Ich habe die Datei geöffnet, angeschaut, dachte, ja, nee, sieht noch nicht richtig aus. Habe ein bisschen daran rumgespielt. Und für die zweite Gitarre habe ich das gleiche Design genommen und das ein bisschen verändert. Das ist also quasi evolvierender Fortschritt. Wenn ihr einfach eine Gitarre nachbauen wollt und die Pläne mit dann verfügbar sein, solltet ihr es vielleicht nochmal in Inkscape oder so aufmalen und einfach die Kurven ein bisschen rumschieben, bis sie für euch richtig aussehen. Und dann habt ihr das Problem, dass ihr ein digitales Design habt, jetzt aber ein physisches Objekt halt. Wie überträgt man jetzt dieses Design ins Holz? Und man könnte es drucken, dann abschleifen. Langweilig. Was machen wir? Wir haben Laser. Wir haben Laser im FabLab. Es gibt da morgen noch einen Talk zu. Von meiner Herald, Sarah. Und das ist, was ich gemacht habe. Ich habe einfach das Inkscape-Design in den Lasercutter gehauen. Der Lasercutter versteht es schon, konvertiert es in G-Code und spuckt dann eine Vorlage aus, die ihr dann mit einer Tischsäge einfach nachfahren könnt. Also die einfache Methode. Dann zum Zusammenbau. Ich habe die Bobinger-Flügel mit der Walnuss verbunden, habe sie grob ausgeschnitten und habe dann das mit der Tischfräse ausprobiert und habe dann herausgefunden, dass ich dieses Bobinger-Holz benutze. Und das mehr sich mir vital verhält. Also es war sehr angsteinflößend, das zu benutzen.
Also habe ich am Ende einen Trommelschleifer verwendet. Das funktioniert ja ganz gut. Aber normalerweise möchtet ihr lieber Vorlagen verwenden, sodass ihr einfach nachfahren könnt, weil ihr nicht sicher sein könnt, dass das Design, das ihr digital habt, einfach auf ein physisches Objekt übertragen könnt. Dann klebt man die Flügel auf. Diese Gitarre, das ist diese. Ich habe Lackstreifen dazwischen gemacht, um die unterschiedlichen Hölzer hervorzuheben, mit der Struktur und der Farbe. Ja. Und dann die Elektronik. Alle Gitarren sehen innen drin so aus. Nein, das ist eine Moog-Synth-Gitarre. Ich glaube, es ist aus den 80ern. Sie haben da was richtig Cooles gemacht aus einem optischen Tonabnehmern und einem richtigen Synthesizer-Board. Die meisten Gitarren sind viel einfacher. Es gibt zwei Methoden, elektrische Gitarren zu machen. Das eine ist aktive Elektronik. Das heißt, ihr habt einen gleichen Op-Amp auf einem kleinen Board, der den ganzen Schaltkreis von dem Kabel entkoppelt, der zum Verstärker geht. So dass ihr einen niedrigen Widerstand in der Ausgabe habt. Das gibt euch einen anderen Sound. Aber es nimmt auch das Kabel aus der Gleichung raus. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Equalizer zu bauen, wo ihr einzelne Frequenzen boosten könnt. Ihr könnt sie also nicht nur ausfiltern, sondern auch verstärken. Der Nachteil ist, ihr braucht eine Batterie. Die andere Möglichkeit ist die altmodische Art, passive Klangregelung. Es ist ein einfacher Schaltkreis mit Potentiometern und einem Kondensator. Deshalb hat der Ausgang jetzt einen hohen Widerstand, deshalb ist das Kabel jetzt Teil des Signalwegs und ihr bekommt dann irgendwie Brummen und ihr solltet alles abschirmen. Ihr habt ein paar lustige Gegensprecheffekte. Ich habe immer passive Elektroniken genommen und sie funktionieren für mich sehr gut. Ich mag den Sound. Und eine andere coole Sache ist, also ich mag den Sound von passiven Elektroniken. Ich würde gerne mit aktiver Elektronik anfangen und ich würde aber gerne den richtigen DSP einbauen. Und ja, vielleicht beim einem der nächsten Chaos-Events rede ich dann über den Einbau von DSPs in eine elektrische Gitarre. Dann zur Elektronik, die ist langweilig. Das Interessanteste sind eigentlich die Tonabnehmer. Und ihr seht diese Spule, das ist einfach Kupferdraht, der in einem Magnet gewickelt ist. Und ihr seht sechs Magnete, die funktionieren aber eigentlich wie ein großer Magnet. Ein Pickup kann also nicht unterscheiden zwischen den verschiedenen Seiten. Deshalb hat die Moog-Gitarre auch optische Pickups, denn damit kann man wirklich unterscheiden, welche Seite angeschlagen wurde und muss nicht irgendwelche komischen Fourier-Transformationen machen und Obertöne analysieren und so. Ja, Pickups. Es gibt Piezo-Tonabnehmer, die sind ganz lustig damit rumzuspielen. Besonders, weil man sie in jeder Stelle der Gitarre anbringen kann, dann sehen kann, was man für Sounds rauskriegt. Es gibt da jemanden in einem Forum, ich habe vergessen, wo es war, der die Tonabnehmer in den Hals eingebaut hat und der fand raus, dass auf einer Bassgitarre bei etwa ein Drittel der Länge ein Sweet Spot für eine Bassgitarre ist. Und an dieser Stelle könntet ihr keine Pickups einbauen, aber ihr könntet ein Piezo-Element einbauen und einen ganz, ganz tollen, vollen Sound rausbekommen. Die sind ziemlich einfach. Ihr braucht nicht mal einen Vorverstärker. Verbindet sie einfach mit eurem Verstärker. Wenn ihr sie mit traditionellen Spulen zusammenbauen wollt, dann braucht ihr einen Vorverstärker, weil sie relativ wenig Ausgabestärke haben. Und dann gibt es natürlich noch optische Pickups, aber darüber werde ich jetzt nicht reden. Lasst uns bei magnetischen Tonabnehmern bleiben. Es gibt nämlich drei Typen. Es gibt die aktiven,
Und diese aktiven Pickups sind grundsätzlich es ist recht kompliziert, die Windungen zu machen. Auf meinen Abnehmern habe ich 10.000 Windungen von Kupferdraht gemacht. Man kann viel weniger nutzen, wenn man einfach einen kleinen Verstärker im Pickup einbaut. Und das ist dann das, was aktive Tonabnehmer tun. Sie nutzen einfach weniger Windungen, bauen einen kleinen Verstärker rein. Und die bekommen dann meistens einen mittenlastigeren Ton raus. Manche bauen dann auch nochmal einen kleinen Schaltkreis an, der den Sound wieder mehr wie ein klassisches Pickup klingen lässt. Und dann gibt es noch den Humbucker. Das sind einfach zwei einzelne Spulen, die zusammengebaut sind, aber mit unterschiedlicher Polarität und unterschiedlicher Windungsrichtung, sodass sich dann jegliches Brummen ausgleicht und da entfernt wird. Das sind die beiden Abnehmer, die ich gebaut habe für die beiden Gitarren. Ich glaube, üblicherweise werden sie mit Pappmaché gebaut und dann mit Harz verstärkt. Ich habe sie einfach mit 3D-Printer in unserem Lab ausgedruckt. Ein guter Freund aus dem Lab hat dann das Case für mich ausgedruckt. In ganz toller Qualität. Auf seinem eigenen Drucker, den er selbst gestaltet hat. Weil diese Dinge nur Magnete und eine Spule halten müssen. Ja, die Spule, die Windungen. Das ist 44er Stärke, also amerikanische Stärke Draht, sehr, sehr, sehr dünn. Es ist etwa ein Viertel Millimeter inklusive der Isolierung. Ein Zwanzigstel Millimeter. 0,05 Millimeter. Diese Dinge reißen sehr, sehr leicht. Ich habe versucht, sie von Hand zu wickeln. Und wenn man sie nur anatmet, reißen sie schon ab. Um das hinzukriegen, muss man sich eine Maschine anschaffen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das am besten macht. Es ist nicht so leicht. Aber es gibt eine ganz einfache Lösung. Man muss ja nicht kompliziert denken. Ich habe einfach plastikbeschichtetes Papier genommen. Ich habe einfach das den Innenteil auf beschichtetes Papier gelegt und dann einfach die Spule rundherum gewickelt, sodass sobald ich zu viel Kraft aufgebracht habe, sich der Innenteil mitbewegt hat, deshalb riss dann der Draht nicht. Ich habe das so 3 Tage für gebraucht. Es dauert sehr, sehr lange und manchmal schlägt es fehl und dann muss man das Kupfer irgendwie da abkriegen und deshalb heißt es dann, weil es so aussieht wie eine Clownsperücke, wird es in den Foren auch so genannt und das heißt, man macht eine Menge Clownsperücken und dann irgendwann hat man einen Pickup. Ich habe das mehrmals komplett gewickelt, dann am Ende einmal durchgemessen und nun ja, irgendwo ging irgendwas schief. Und dann müsst ihr diesen kleinen Draht auf einen größeren Draht wickeln und anlöten. Wenn ihr noch genug übrig habt, dann ist es einfach drumherum wickeln und dann festlöten. Wir hatten aber auch jemanden im FabLab, der hatte nur 5 mm. Hat eine 5 mm Draht übrig und ich glaube, es dauerte etwa so eine halbe Stunde oder Stunde, um dieses winzige Stück Draht anzulöten. Und danach schmeißte sie in Wachs. Jetzt dann denkt daran, ihr wollt einen Tonabnehmer bauen und ein Tonabnehmer induziert eine magnetische Spannung in die Seite. Die Seite bewegt sich und so bekommt ihr ein bewegendes Feld, das dann wiederum eine Spannung in der Spule induziert. Das geht zum Verstärker und zack, habt ihr eine elektrische Gitarre. Wenn ihr jetzt aber den Draht herumwickelt und dann sind die natürlich nicht besonders fest. Und was passiert jetzt, wenn ihr eine Membran baut, die sich in einem Feld bewegt, dann habt ihr ein Mikrofon. Und ja, klar, ihr könnt das jetzt so bauen.
habt ihr Gitarren, die für Feedback gemacht sind. Das heißt, ihr könnt die Gitarre anschreien und der Verstärker schreit dann zurück. Um das zu vermeiden, nutzen wir normalerweise Bienenwachs und Paraffin. Bienenwachs ist schön zu verarbeiten, es hat eine schöne Konsistenz, aber es beginnt bei sehr niedrigen Temperaturen schon zu schmelzen. Paraffin ist sehr zerbrechlich, sehr bröckelig, aber es schmilzt erst bei viel höheren Temperaturen. Und wenn man einfach beides zusammenschmeißt, schmilzt, den Pickup reinschmeißt, dann bekommt man einfach fixierte Drähte. Dann hatte ich einen guten Freund beim Forschungszentrum Jülich, der wollte diese Spulen testen, weil er noch nie welche mit so vielen Windungen gesehen hat. Er hat sie für mich gemessen und es zeigt sich, dass die Resonanzfrequenz irgendwo bei 8 Kilohertz liegt. Das sind die Messung für diese Gitarre. Also, ihr könnt eure Abnehmer einfach selber bauen. Und dann die Verfeinerung, die Veredelung, das letzte Stück Arbeit, aber das erste, was die Leute sehen. Es ist eine Menge Arbeit. Ihr müsst es lackieren, ihr braucht einen Füller, ihr lackiert es mehrmals, ihr schleift es ab, es ist super anstrengend. Was ich natürlich gerne mache, ist mein eigenes Öl zu machen. Ich nutze Leinsamenöl, Wachs, Bienenwachs. Und dann noch ein besonderes Wachs, das man normalerweise für Nuba-Wachs, das härteste bekannte natürlich vorkommende Wachs. Es ist sehr, sehr stark. Dann nutzt man Verdünner damit. Ich glaube, ich habe das aus derselben Palme kommt, nur anders destilliert. Mix es zusammen. Erschreckt euren Mitbewohner, denn es ist wirklich leicht entzündlich und es stinkt alles durch. Ich finde, es riecht ganz gut, aber manche Leute haben da vielleicht andere Meinungen zu. Und ja, dann bringe ich es nach dem ersten Abschleifen aus. Und ihr braucht dann auch keinen anderen Filler, weil das Schöne ist, dass ihr das Holz einfach mit seinen eigenen Spänen und Staub auffüllt. Ich gehe dann bis 1000er Körnungen hoch. Ab 400 habe ich angefangen, feuchtes Sandpapier zu nutzen. Aber an diesem Punkt könnt ihr dann tatsächlich schon anfangen, einfach Wasser zu verwenden, weil das Holz schon so mit dem Finish vollgesogen ist. Und nach so 20 bis 30 Anwendungen sieht es dann so aus. Ihr könnt also eine Veredelung erreichen, die klassischer Lackierung sehr, sehr ähnlich ist, aber viel weniger anstrengend aufzubringen. Das sind die Spezifikationen meines aktuellen Projekts, also Bubinga, Walnuss, Mahagoni und Wangi Holz verwendet. Ich baue eine brückenlose, Multilänge, kopflose Gitarre. Hat eine asymmetrische Halskontur. Die Pickups sind ein bisschen merkwürdig und deshalb baue ich nur Neck-Through-Gitarren. Ich habe Neodym-Magnete verwendet, die sehr stark sind. Und normalerweise machen diese Dinge dann, das ist der Sustain kaputt, da könnt ihr keine Töne mehr halten. Und mit dieser Konstruktion kann ich den Sustain behalten mit stärkeren Magneten. Mit mehr Windungen bekommt ihr mehr niedrige Frequenzen, mit mehr Spannung bekommt ihr mehr höhere Frequenzen und so kann ich den Sound sehr gut zusammen komponieren, wie ich das möchte. Wenn ihr die hohen Frequenzen ein bisschen runtertunt, dann bekommt ihr einen richtig schönen klassischen Sound. Es ist sehr, sehr flexibel und sehr vielseitig einsetzbar. Danke fürs Zuhören und baut mehr Gitarren. Ja, Couchsofa, danke für deinen Talk. Ich werde jetzt trotzdem keine Gitarre bauen.
Aber ich würde gerne zuhören, wenn du deine Gitarre spielst. Danke, dass du hier warst. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte nehmt eure Sachen wieder mit raus. Vergesst nichts hier, lasst nichts zurück. Keine Verwandten, keine Freunde. Und habt noch einen schönen